Ich bin Inka Berns, Leiterin der Sammlung des Jüdischen Museums und Kuratorin in der neuen Dauerausstellung. Wir sehen ein Aquarell, einen Blick in ein Wohn- und Arbeitszimmer. Das Zimmer gehört der Schriftstellerin Fanny Lewald und das Aquarell ist gezeichnet von der Künstlerin Clara Lobedan im Jahr 1880. Wir zeigen es in der neuen Dauerausstellung im Zusammenhang der Salons, also mit Rahel van Hagen und Henriette Herz. Fanny Lewald war eine Generation jünger als diese beiden. Sie war 1811 geboren und starb 1889. Ähnlich wie Henriette Herz und Rahel van Hagen führte sie einen Salon. Fanny Lewald war zu ihrer Zeit eine sehr berühmte Schriftstellerin. Sie schrieb Romane über Frauen und über Juden, schrieb eigene Lebenserinnerungen und Reiseberichte, trat also anders als Rahel van Hagen und Henriette Herz selbst als Schriftstellerin in die Öffentlichkeit. Und das tat sie mit relativ gutem Erfolg, wie man an der behaglichen Einrichtung ihrer Wohnung ablesen kann. Auf den ersten Blick erscheint dieses Zimmer vielleicht etwas plüschig, etwas altmodisch für unseren heutigen Geschmack. Wir sehen dunkle Möbel, schwere Vorhänge, viel Samt, dunkle Farben, dicke Goldrahmen. Aber man soll ein Buch ja nicht nach seinem Umschlag beurteilen und eine Schriftstellerin vielleicht auch nicht nach ihren Möbeln. Fanny Lewald war nämlich für ihre Zeit eine durchaus fortschrittliche Schriftstellerin. Sie kämpfte für die Unabhängigkeit der Frauen und tat dies auch in ihren Romanen, in der sie immer wieder das Thema der Zwangsehe, würde man heute sagen, also der arrangierten Ehen, die meistens vom Vater bestimmt waren, kritisierte. Auch sie selbst wehrte sich gegen die Verheiratung mit einem Mann, den sie nicht heiraten wollte. Der zweite Schritt zur Emanzipation der Frauen und zu ihrer Unabhängigkeit war für Fanny Lewald die Bildung. Die Bildung als Voraussetzung für die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen. Denn als unverheiratete Frau war man in der damaligen Zeit lebenslang abhängig von den Eltern. Dieses Schicksal wäre auch ihr vorbestimmt gewesen. Aber sie konnte sich schon recht bald als Schriftstellerin selbst ernähren und war finanziell unabhängig. Mich fasziniert an diesem kleinen Aquarell, dass es uns einen Einblick gibt in die Privatsphäre einer Schriftstellerin dieser Zeit, denn das ist keinesfalls häufig. Und dann erinnert es mich auch ein wenig an Virginia Woolfs Rede vom Raum für einen selbst, a room of one's own, als Voraussetzung für die geistige Unabhängigkeit einer Frau. Und darüber hinaus fasziniert es mich, weil es die Verschränkung zeigt der Geschichten der Emanzipation der Juden und der Emanzipation der Frauen.